sie begleitet uns heute ein bisschen durch unser kleines Programm, was wir für Sie vorbereitet haben. Ich begrüße Sie ganz herzlich und es gibt jetzt eine kleine akustische Animation darüber, was im Moment etwas weiter weg von uns passiert, aber was, wenn es hier passieren würde, sich ungefähr so anhören könnte. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es wird nochmals nachdrücklich darauf hingewiesen, dass den Anweisungen auch des Kontrollpersonals der Streitkräfte unbedingt und unverzüglich Folge zu leisten ist. Wir wünschen Ihnen weiterhin angenehme Fahrt auf allen Straßen. Unsere Telefonleitungen laufen heiß und unsere Hörer wollen natürlich wissen, was bedeutet das jetzt für uns? Haben wir jetzt wirklich Krieg und wenn ja, warum und wie lange? Unsere Hauptstadtreporterin Cordula von Haberbeck versucht diese Fragen im Gespräch mit Staatssekretär Dr. Kümmel, dem stellvertretenden Amtschef des Bundeskanzleramtes und Koordinator der Mobilisierungs- und Notstandsmaßnahmen, zu klären. Bitte Berlin, bitte Cordula von Haberbeck vor dem Bundeskanzleramt. Ja, hier ist Cordula von Haberbeck. Ich stehe hier in der Bundeshauptstadt vor dem Bundeskanzleramt mit Herrn Staatssekretär Dr. Kümmel. Sie, Herr Staatssekretär Dr. Kümmel, koordinieren im Auftrag der Bundesregierung die Mobilisierungs- und Notstandsmaßnahmen, die aufgrund der aktuellen Lage zweifelsohne erforderlich sind.